Hallo zusammen, ich war beim Verrückten von der holländischen Grenze. Beim Götz von WCS. So wird er in der Branche bezeichnet, unter vorgehaltener Hand. Das mit der holländischen Grenze, da muss ich sagen, das stimmt. Das ist, wenn man bei ihm ist, noch zweimal umfallen, dann sitzt man in Holland. Also direkt an der holländisch-deutschen Grenze. Ich war bei ihm, ich habe eine Betriebsführung gekriegt. Der Betrieb ist also sehr, sehr durchstrukturiert. Und jetzt komme ich dazu, warum der Verrückte, ja, Götz ist so ein bisschen verrückt, muss man sagen, aber einer, der so einen Betrieb führt, der muss verrückt sein. In Deutschland sowieso, bei den Behörden, die wir haben. Aber ich lasse mich jetzt in diesem Video nicht über Behörden aus, sondern über Götz. Götz hat mir den Betrieb gezeigt, also imposant, der ist maschinell wirklich auf einem hohen Niveau. Er hat Riesenahnung, das ganze Team hat eine Ahnung. Er hat auch die ganze Familie im Betrieb, ist nicht so ein Einzelkämpfer wie ich. Er hat mir seine neue Halle gezeigt, habt ihr sicher schon in Videos gesehen. Ja, die ist einfach zu klein, die ist ja rammelvoll. Also der hat Ware am Lager, dass es nicht mehr schön ist. Klar, muss man sein, dass man lieferfähig ist. Das hat man in den letzten 2 Jahren gesehen. Wer nicht lieferfähig ist, hat ja keine Chance. Und Götz ist lieferfähig, er hat die Maschinen, er hat die Leute und er hat wirklich Ahnung. Bei Kühlschränken hat er sich in den letzten 2, 3, 4 Jahren natürlich schon ein sehr hohes Niveau angeeignet. Gut, ich sag mal, meins mit 50 Jahren, ich war schon im Kindergarten 12 Volt Kühlschränke gebastelt habe, ist er noch nicht. Also von dem her, wenn ich einen sagen muss, er kommt bei Kühlschränken raus, Götz, bei 12 Volt Kühlschränken wirklich mittlerweile gutes Wissen. Ein Kältetechniker, der Kältetechniker ist, hat ein schlechteres Wissen betreffend 12 Volt Kühlschränken. Weil ein Kältetechniker oder auch ein Autoklimatechniker, das sind Welten von der Technik her. Also wenn ihr einen harten Kältetechniker, der sich über einen 12 Volt Kühlschrank loslässt, das ist wie wenn ihr einen Baumaschinenmonteur auf dem Fahrrad loslässt. Das geht schon, aber er hat einfach keine Ahnung von den kleinen Finessen. Aber er hat es auch nicht gelernt. Götz hat Erfahrung gesammelt und kann das mittlerweile. Der Betrieb ist super durchstrukturiert. Tolles Team. Und auch elektrisch, was da an Solarzellen, die Installation, die Beschriftung, da ist wirklich viel da. Und Götz hat mich hier überquasselt, ich soll doch diese Batterie mitnehmen. Wir backen sie nachher aus. Und ich soll doch den Vertrieb von WCS-Produkten in der Schweiz übernehmen. Jetzt kommt das Wissen. Ich habe mittlerweile mit den eigenen Batterien, oder früher hatte ich mal eine andere Marke, das erwähne ich jetzt nicht. Mittlerweile auch Erfahrung in Batterien. Nur wir haben die Infrastruktur nicht, zum Wohnmobile aufzubauen. Wir sind kein Schreinerbetrieb. Und ich sage mal, wenn ich irgendwas einbaue, egal was, ist das nur ein Gerät, da muss ich ein Loch schreien in eine Holzplatte, das geht noch. Aber ich brauche vielleicht eine neue Abdeckung. Ja, wir sind kein Schreinerbetrieb, wir kommen vom Metallbau her. Und den Metallbauer auf ein Stück Holz loslassen, das ist ja wiederum ein anderes Thema. Von dem her, wir könnten die Produkte verbauen. Götz sagt mir, nimm die Produkte mit. Ich habe ja ein Problem, dass ich zum Beispiel keine Untersitzbatterie mehr habe. Früher bei meinem
ehemaligen Lieferanten, Liontron, hatte ich eine Untersitzbatterie. Und jetzt habe ich noch Saftkiste, habe ich sicher ein Video gemacht. Eine Untersitzbatterie, eine 300 Ah. Und jetzt habe ich die hier von Götz, die 320 oder 300 Ah Batterie. 320 Ah Batterie, also ein Riesenmonster. Ich habe sie am Lager, ihr könnt die also bei mir, ich sag mal frech, abholen. Weil meine drei Batterien hier, ich bleibe bei denen, die kriegen wir direkt aus China. Was wir jetzt noch haben, ist die hier mit dem kleinen Monitor. Die hier mit dem kleinen Monitor, da haben wir eine Batterie ohne Bluetooth. Weil es gibt Leute, die sagen, ich brauche kein Bluetooth, ich brauche kein WLAN auf der Batterie, ich brauche nicht, weiß nicht was alles, sondern ich brauche einfach eine einfache Batterie, bei der ohne Bluetooth, ohne Anzeige sind wir bei 600 Euro, Franken, sorry. Und das hat sich eigentlich. Ja, und diese Batterie hier, das ist ein richtig schweres Monster. Ich habe eine saubere Betriebsanleitung, das muss ich also sagen, bei allen Produkten, die ich jetzt von WCS hatte, ist eine saubere Betriebsanleitung dabei. Die vielen Schrauben hier, die legen wir mal auf die Seite. Das Ding ist eingepackt. Das Datenblatt, das kriegt ihr bei mir noch nicht auf der Homepage, wahrscheinlich dann irgendwann, oder ihr könnt bei WCS vorbeigucken. Und die Batterie hier, ich habe die Anschlüsse, irgendwo hat hier noch Abdeckungen. Das sind also saubere Abdeckungen auf den Anschlüssen drauf. Ich habe zwei Minuspole und ich habe drei Pluspole. Was die Batterie alles kann, da schaut ihr die besten die Videos von Götz an. Das muss ich euch nicht erklären, weil er kann das viel besser. Er hat auch massiv mehr Ahnung mittlerweile von Lithiumbatterien. Der macht jetzt schon mehrere Jahre die Lithiumbatterien, weil der Schwenker von der Bleibatterie auf die Lithiumbatterie, andere Technik, andere Ladetechnik und so weiter, da braucht er schon ein bisschen mehr Erfahrung. Und ich weiß, er hat seine Erfahrungen gemacht, auch im negativen Sinn. Und wer das nicht gemacht hat, wer sagt, ich hatte noch nie ein Problem mit einer Batterie, der lügt euch an. Es gibt bei jedem Batteriehersteller Probleme mit Batterien. Kam mir letztens einer daher, er hat jetzt Batterien, die hat er nie was und so weiter. Und mit meinen hätte er wieder irgendwas gehabt. Dann hat er mir eine hingestellt, die war aber nicht von mir, sondern von seinem neuen Lieferanten. Und er wollte dann von mir für die Batteriegarantie, bis er festgestellt hat, dass eine Batterie von seinem neuen Lieferanten drin ist. Ja, das ist die schöne Batterie von WCS. Wirklich ein 320 AH-Block unterm Sitz. Es gibt kaum was, was die Leistung hat. Diese Kapazität, ich habe hier unten drin die Sicherungen, ist eigentlich alles komplett vorhanden. Es gibt noch einen Befestigungsbügel dazu. Preislich weiß ich noch nicht, wo wir liegen. Wir müssen das umrechnen in Schweizer Franken. Wir werden die Batterie auch nur in der Schweiz verkaufen und in der Schweiz vertreiben. Also kein Vertrieb in Deutschland, da könnt ihr direkt zu WCS gehen. Könnte auch auf den Job gehen, das ist kein Thema. Was bei mir kommt, ist auch der neue Katalog 2024 über die autarke Stromversorgung. Wir haben ja viele Kunden, die haben nicht einen Camper und ein Boot, die haben so einen Schreppergarten oder ein Rustico im Tessin. Die machen sich dann einen Kühlschrank, eine Batterie, Solarpanel aufs Dach und dann funktioniert eigentlich das mit der autonomen Stromversorgung. Den Katalog, den verlinke ich euch unten drin, den könnt ihr bereits runterladen.
ist auf der Homepage vorhanden, ist aber erst gültig ab nächstes Jahr. Auch die Preise sind nächstes Jahr gültig. Wir schlagen auf. Wir haben zum Beispiel in der Schweiz eine Mehrwertsteuererhöhung. Also müsst ihr aufpassen. Jetzt haben wir noch 7,7% und ab 1.1.24 haben wir 8,1% auf Batterien, Solaranlagen und so weiter. In Deutschland haben wir eine Befreiung von den 19% Mehrwertsteuer, aber es ist nicht klar, es werden euch alle Produkte geliefert mit dem Vorbehalt, dass man die Produkte bei der Bundesnetzagentur anmelden muss. Ihr unterschreibt dafür. Das heißt, wenn ihr ein Solarpanel kauft, irgendwo beim Online-Shop, macht ihr ohne Mehrwertsteuer. Und der Entscheid ist noch nicht da. Ich habe angefragt beim Finanzamt, ob das so ist. Wie das ist, dann haben sie mich gesagt, sie machen eine Meldung an die Vorgesetzten, warum ich so eine dumme Frage stelle. Wie das jetzt genau ist, die sind vom Finanzamt, nicht ich, die schicken mir nur Rechnungen in Deutschland. Aber wenn ihr die 19%, also wenn ihr die Anlage, ein Camper oder Boot oder kleineren Häuschen, könnt ihr die gar nicht anmelden bei der Bundesnetzagentur. Ist ja einfach der Aufwand zu groß. Also nicht anmelden, nicht nachmelden, dann müsst ihr die 19% Mehrwertsteuer eurem Händler nachzahlen. Oder er bleibt auf dem sitzen. Also wenn das rauskommt, viel Vergnügen für die allen Online-Händler, die die 19% nicht verlangt haben. Aber auf Batterien ist eigentlich keine Solaranlage und auch Kühlschränke, von denen ich ja lebe, ist auch keine Solaranlage. In Deutschland haben wir das Problem, wir gehen auch mit den Zollkosten hoch. Also zum Beispiel diese Batterien hier kommen aus China. Wir haben Kühlgeräte, die kommen aus China. Wir haben Produkte, die kommen nicht aus der EU, und da ist Zoll drauf. Aus diesem Grund steigen bei uns auch in Deutschland die Preise. Könnt ihr anschauen, könnt es vergleichen mit den heutigen Preisen im Shop drin. Dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr irgendwas braucht. Aber wir sind vorwiegend in der Schweiz tätig mit den autarken Stromversorgungen. Und da können wir auch preislich, ich sag mal, gut mithalten. Den verlinke ich euch. Das Video von Götz könnt ihr euch selber auf dem Kanal suchen. Hier mache ich euch ein Video über diese Batterien mit dem Monitor, die kein Bluetooth haben, einfach nur oben eine Anzeige. Da kann ich schauen, wie viel ist in dieser Batterie drin. Und jetzt noch einen schönen Gruß an den Verrückten von der holländischen Grenze. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.